Freitag, kümmer zu hier. Alter, es hat leckt mich am Arsch, ne? Ich höre mich selber kaum erst auf, ist er. Heute ist Karfreitag. Heute, ja. Also erstmal ist Karfreitag, ne? Mit C, ihr wisst Bescheid. Wie immer an Karfreitag ist das Wetter komplett scheiße. Ich weiß noch, früher sind wir mit den Autos einmal rumgefahren, da hat sogar geschneit. Ich weiß nicht, ob heute irgendwo was geht. Ich werde vielleicht mal hier und da mal vorbeifahren. Vielleicht filme ich was, vielleicht nicht. Mal gucken. Jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal hier weg. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht, Alter. Ja, moin, Digga, Mann. Leck mich am Arsch, ey. Nicht normal. So, Leute, wir sind jetzt fast... Ja, moin! Ja, was ist denn hier los, Alter? Ja, moin! Nee, Alter. Alter, könnt ihr das... Kannst du das filmen, was die da aufgebaut... Guck mal, was die da aufgebaut haben. Guck dir das mal an. Ich mach erstmal meine Klappe wieder zu, auf jeden Fall. Kann man das sehen? Leute, was die da aufgebaut haben. Ja, moin. Alter, richtig mit Strahler. Und ich glaube, die machen da irgendwelche Geräuschmessungen. Das war's ja mal komplett. So, rechts von uns stehen auch irgendwelche Bullen. Und vor uns werden auch gerade welche angehalten. Digga, du kannst sie... Oh, ja, moin. Was haben die denn hier gemacht? Die haben komplett alles zugemacht. Ja, moin. Ja, nee, Alter, ist klar. Ich fahre direkt wieder nach Hause, Alter. Wir hätten jetzt rechts auf die Straße, wir rechts reingemusst an der Ampel und du kannst nicht rechts abbiegen, es ist einfach gesperrt. Es ist einfach gesperrt, du kannst nicht mal rechts abbiegen. Was für eine Scheiße. Ich versuche jetzt einmal andersrum zu fahren. Jetzt will man das Navi hier aufmachen. Ja, okay, man sieht genau gar nichts auf dem Navi. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich da andersrum hinkomme. Digga, die haben das komplett dicht gemacht. Und auf der linken Seite war Lidl oder so. Oder Aldi, keine Ahnung. Junge, die haben da, musst du dir mal vorstellen, die haben da... Ja, moin, was ist das hier? Boah, ey, Geschwindigkeitspoller. Die haben da einfach Scheinwerfer aufgebaut, damit man auch im Dunkeln noch alles sehen kann. Und jetzt kontrollieren die Autos da. Alter, links wurde einer angehalten, da standen noch welche mit, ne, ganz viele Leute da. Mit so, wie heißt das Ding, Kelle? Auf der anderen Seite wurde auch einer angehalten. Ach du Scheiße. Du kannst da nicht mehr hinfahren, Alter. Du kannst einfach nicht mehr hinfahren, kannst vergessen. Ist halt schon eine geile Location so und hier fahren auch richtig viele Leute von weiter weg auch hin, ne? Das ist halt übelst nice, ne? Richtig, also ist eins der coolsten Autotreffen auf jeden Fall so. Das Ding ist früher kannte das keiner, ne? Das war dann immer so richtig, das war so richtig top secret so, ne? Weil es gab viele Tuner-Treffplätze oder so, so klassische, wo man sich schon länger getroffen hat, so, ne? Aber man wurde ja immer mehr von da verscheucht und so. Und die Leute haben immer nach Alternativen gesucht. Und es gab immer verschiedene neue Sachen. Aber bei Ewald war immer geil, das ist so richtig unauffällig. Da sind keine krassen, das ist ist kein Wohngebiet oder so, ne? Das ist halt eine scheiß Zeche, da ist halt nichts, ne? Das ist halt cool und da ist ein riesiger Parkplatz und du kannst da auch irgendwo so einen Berg hochlaufen und so. Eigentlich richtig geil, von oben perfekten Blick. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Richtig nice, freue mich richtig gerade. Und selbst an einem Karfreitag, wenn es gutes Wetter gewesen ist, selbst dann war da nicht viel los. Da waren zwar schon viele Leute, aber nicht so viel, wie man jetzt glauben würde. Aber mit den Jahren, wo fahre ich jetzt hier lang, Alter? Mit den Jahren, ich habe jetzt auch übrigens kein Mikrofon dabei, das war jetzt so eine mehr spontane Aktion. Weil eigentlich ist das Wetter heute auch wieder scheiße und ich habe auch keinen Bock mehr immer bei Kackwetter zu fahren. Und ich habe das ja eigentlich auch so gedacht, dass ich die Karre einmal richtig sauber mache, dann fahre ich das Ding in der Garage und dann bleibt das da stehen. Und wenn Regen ist, hole ich das auch nicht raus, fahre ich mit einem anderen Auto. Ja, auf jeden Fall, irgendwann wurde es immer mehr, es wurde immer bekannter. Und zu meiner aktiven Tuning-Zeit früher, das wurde immer mehr. Du konntest immer mal zugucken, so Jahr für Jahr, wo das hat sich immer verdoppelt irgendwie, ne?
Und irgendwann standen da auch so viele Bullen schon immer. Die sind da im Kreis gefahren die ganze Zeit, haben geguckt, haben aber eigentlich nichts gemacht so. Und ja, ist ja nicht nur am Karfreitag immer, da treffen sich auch die Leute mal am Wochenende, ne? Klar. Und das, da kam immer mehr Polizei, ne? Weil da ist auch, wenn man in die Zeche reinfährt, da ist halt wirklich gar nichts. Und da ist eine lange geteerte Straße, die auch relativ breit ist, da kann man richtig gut Autorennen fahren. Was man, ja, früher haben das echt viele gemacht, doch, das stimmt, doch. Früher haben das viele Leute gemacht. Das, oh, ja, das war noch, oh, Leute, ich muss mal gucken, ob ich da noch irgendwelche Videos von habe, ne? Oh, das stimmt, jetzt fällt mir das wieder ein. Da ist halt diese ganz lange geteerte Straße, so zweispurig, ne? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wenn man das von oben sieht, da ist eine, sagen wir mal, so eine Bundesstraße und ne, rechts davon ist die Zeche. Oder kann man um die Zeche drumherum in so einem U drumherum fahren. Fährst da rein, dann hast du eine ganz lange Gerade, fährst hinten wieder raus, so U-förmig halt. Und auf dieser Geraden war das immer so, oder generell bei diesem kompletten U haben sich die Autos immer am Rand hingestellt. Und ich schwör's euch, die haben sich das so hingestellt, wie man das von, war das im ersten Teil auch schon? Ich glaube im zweiten ist es noch cooler, in Too Fast, Too Furious, ne? Man kennt das da, die machen da irgendwelche illegalen Autorennen und die Autos stellen sich so schräg an die Seite hin, zack, 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 und in der Mitte werden dann Rennen gefahren. Die haben das da genauso gemacht, ne? Da haben schon viele ein Rennen gemacht, aber jetzt nicht so im Übermaß, wie man das, ne? Dadurch, dass da Leute Autorennen gefahren sind, wurde natürlich immer mehr Polizei, oder war immer mehr Polizei da am Start. Die haben das auch so gemacht, dass man in dieses U, wo man einmal um die Zeche drumherum fahren konnte, das haben die Tuner abgesperrt mit Autos, ne? Das heißt, man konnte vorne nicht mehr reinfahren, hinten nicht mehr rausfahren, dass da keine zivilen Autos reinkamen. Ich stress dir, wie in Too Fast, Too Furious, da kamen Leute mit so Pickup-Trucks an, so Dodge Ram und Ford Raptors. Und die hatten Musikanlagen auf den, wie heißt das denn hier? Auf der Pickup-Fläche hinten drauf, ne? Junge, wir haben da einfach unsere eigene Party gefeiert, ne? Wo ich zuletzt da war, vor 6, 8 Jahren, da war das schon schwierig. Also wenn du da mit irgendwas Illegalem hingekommen, wenn du irgendwas Illegales am Auto hattest, dann bist du besser gar nicht erst da hingefahren. Aber das war immer cool, ne? Es wurde auch so ein bisschen offizieller dann irgendwann, da kamen dann Leute hin, die haben dann so einen Prüfstand, Pegelmessungen gemacht, also Geräuschpegelmessungen und der Lauteste hat dann gewonnen und so ein Scheiß, ne? Aber durch das ganze Trubel da, ja, also jetzt siehst du, du kannst nicht mal mehr dahin fahren. Ich überlege jetzt gerade, ich mache gleich nochmal einen Cut hier und dann suche ich mir mal einen Weg von der anderen Seite, ob man da hinkommen kann. Wenn nicht, dann, ich will das auf jeden Fall noch einmal sehen. Ich will da hin, ich will gucken, was da ist. Weil es kann sein, dass sie das schon so früh abgesperrt haben, dass da gar keiner ist. Es kann aber auch sein, dass sie nur abgesperrt haben, weil das schon so voll ist. Und das wäre geil, deswegen will ich auf jeden Fall einmal dahin. Also werde ich irgendwo mal parken und dann mal dahin laufen. Dann. Boah, ich habe gerade richtig Herzflatter bekommen. Ne? Ich meine, ich habe ein neues Auto, ich habe hier nichts reingemacht, hier ist alles legal, alles ist pitoppi, ich habe nicht getrunken, gar nichts. Ich fahre ordentlich, ne? Aber man hat trotzdem immer so... Weil das ist so, das hängt bei mir noch von früher auch so drin, ne? Weil früher war gefühlt meine komplette Karre illegal, Alter, bis zum Gehen nicht mehr, Junge. Vom Auspuff über Scheinwerfer, Rücklampen, ich hatte eine Unterbodenbeleuchtung, wie bei Fast and Furious. Richtig geil. Ich hatte, ach, der hatte Innenraum komplett blau beleuchtet, wie eine Kirmes, unten, oben, fetter Subwoofer. Alles, was du dir vorstellen kannst, ne? Deswegen ist das, wenn ich sowas sehe, Alter, direkt so kurz vorher stillstand, Alter, ich sag's euch. So, jetzt gucke ich erstmal, wie ich da hinkomme und dann hoffe ich, wir sehen uns dann gleich da. Ja, schauen wir mal. Ja, bis gleich. Aber hier ist ja gar keiner, ne? Fuhr mal hier, film mal geradeaus. Habt ihr den Bullenwagen gesehen? So, hier sieht man schon auf der Straße unten, da sind schon überall so Reifenspuren. Nee, Alter. Die haben sogar da noch jetzt Geschwindigkeitspoller hingestellt. Ach, halt's Maul, Digga. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Hier ein, da hinten noch ein. Was ist das denn? Und da ganz hinten noch ein. Du kannst ja hier gar nichts mehr machen, Alter. Aber hier ist wirklich, ihr seht auch die Parkplätze hier links, hier ist keine Sau. Weil du anscheinend nur über diesen ganz kuriosen Weg hinkommst, den ich jetzt gefahren bin. Weil ich bin jetzt hier wirklich, ich weiß auch selber nicht, wo ich lang gefahren bin, keine Ahnung. Sonst kommst du hier gar nicht hin. So. Und hier links, ja moin, Digga, das haben die ja auch abgesperrt. Hier links, guck mal, hier links und rechts, hier sind Parkplätze, seht ihr das? Hier rechts ist ein Parkplatz
Und links auch. Aber diese ganzen Poller, die waren hier nicht. Hier sind überall Poller jetzt. Der Witz ist, auf den linken Parkplatz hier, auf den kommt man jetzt gar nicht mehr drauf, ne? Wir können jetzt aber hier rechts drauf fahren, weil hier ist nämlich offen. Das ist ja ein Witz, ne? Alles abgesperrt hier und hier ist gar keiner. Ihr müsst euch das vorstellen, dieser riesige Parkplatz hier, komplett voll mit Autos. Und dann kann man links da unter dieses Gebäude drunter. Das kannst du alles gar nicht mehr. Das ist total lächerlich. Aber ich will einmal aus Nostalgiegründen jetzt noch da eben hochlaufen. Früher kam mir das vor, wie eine Weltreise da hochzulaufen. Das sieht gar nicht mehr so krass aus, ey. So, wir fahren jetzt mal da hoch. Aber dass das hier gar keiner hingeschafft hat, das verstehe ich ja gar nicht, ne? Niemand ist hier. Wo sind die Leute denn, Alter? Keine Ahnung. Es sind ein paar Treppen. Die Plattform ist hier vorne, aber man kann noch weiterlaufen, glaube ich. So. Da steht der Einkaufswagen. Sieht voll süß aus von hier, ne? So, guck mal, Sonnenuntergang. Könnt ihr das sehen? Leute, sag mal ehrlich, guck mal. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, man konnte von da oben auf beiden Parkplätzen standen nur Autos. Ich werde echt mal versuchen, ob ich irgendwas, ob ich noch irgendwas von früher habe, ne? Da konnte man einfach von da oben richtig geil die Wagen fotografieren. Ich hatte jetzt vergessen, guck mal hier. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich vertraue diesen Dingern einfach nicht, ne? Vertraut ihr sowas? Ich weiß nicht, ich nicht. Ja, und jetzt konnte man sonst immer sehen, wie hier und auf der anderen Seite auch so. Und da hinten, da auch. Und dann hier durch und hinter dem auch noch. Ist halt alles nicht, ne? Und dann auf der kompletten Straße in V-Form hier geparkt, so, ne? Komplett ist alles weg. Ja, ich weiß nicht, ob man das gerade sehen konnte, aber es ist halt einfach die perfekte Location für so einen Autoscheiß, ne? Ich kann es ja nochmal kurz zeigen. Hier ist eine Autobahn. Hinter der Autobahn, da sind erst Wohnhäuser, ne? Ansonsten ist hier gar nichts, in alle Richtungen ist hier gar nichts. Da ist noch ein Berg, hier ist ein Berg, da ist ein Berg. Ansonsten hier sind hier nur Industriefirmen. Das war's, ne? Sonst ist hier einfach nichts. Deswegen verstehe ich auch gar nicht so das Problem, ne? Wenn man hier mal ein bisschen Musik macht oder Autosound ein bisschen, ne? Aber nein. Ich kann nicht mehr, ne? Boah, jetzt muss ich hier auch noch hoch, ey. Wir gehen jetzt einmal komplett, wenn wir schon hier sind, gehen wir jetzt komplett hoch, ne? Hier, da ist die Plattform. Jetzt geht's noch da hinten entlang. In die Richtung, da habe ich noch was hingestellt. Also noch höher geht's dann wirklich nicht mehr. Digga, ich kann einfach gar nicht mehr, ne? Das sprinten wir jetzt aber hier, ne? Okay, wenn das Handy jetzt durch die Ritze durchfällt, dann ist schlecht. So, höher geht's nicht. Puh. Krank. Das war früher nicht, ey. So. Okay. Jetzt einmal hier auf die andere Seite mit dem Auto. Kein Bock, da jetzt rüber zu laufen. Weil da hinten ist ja auch ein Parkplatz. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ihr seht schon die ganzen Driftspuren hier, ne? So. Ein Gebäude, wo man drunter fahren kann, was wir von da hinten gesehen haben. Ich dachte erst, es wäre abgesperrt, aber ist gar nicht. Man kann hier durchfahren. Ah. Früher hat immer einmal, also man ist immer hier durchgefahren, dann so ein Parkplatz. Und jeder, der hier war, hat dann einmal hier angehalten. Entweder nur einmal Sound gemacht oder richtig einen backen lassen, ne? Das sparen wir uns jetzt mal. Ich habe die Klappe auch zugemacht jetzt extra. Es ist zwar alles legal, aber ich habe einfach auch gar keine Lust angehalten zu werden. Ne? Gar keinen Bock. Ich will nicht mal, dass einer kommt und fragt, so, weißt du? Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Jetzt so gerne aus Nostalgiegründen hier ein bisschen Gas geben, aber Digga, ich verkneife mir das jetzt einfach. Ey. Aber hier, das ist halt, das hält halt so noch in die Gebäude noch rein, in diese alten Lagerhallen. Das war auf jeden Fall mal Fail, der Tag, Alter. Richtig geil. Auch sogar hier, guck mal hier. Sogar hier haben die Geschwindigkeitspoller. Es ist überall Geschwindigkeitspoller, Alter. Das musst du dir mal reinziehen. In einem Industriegebiet, wo eigentlich nichts los ist, ne? Oha. Ja, Mann, was ist das denn hier? Guck mal hier. Kennt ihr? Vin Diesel? Triple X?
Lol, als ob so eine Tuningfirma ist. Und guck mal, was da für ein Auto steht. Das ist hier so bekannt, dass hier sogar irgendeine Tuningfirma sich hier hingestellt hat, ne? Ist das ein Abarth oder? Ne, ist ein normaler 500. Ja, moin. Das war's komplett. Jetzt fahren wir auf jeden Fall mal nach Hause und dann auf dem Nachhauseweg fahre ich mal noch wo vorbei, wo eigentlich immer einer ist. Da ist immer irgendwas. Die Frage ist nur, wie viel. Normalerweise müsste das jetzt an dem Karfreitag so voll sein, dass in alle Richtungen Stau ist. Alarm! Jetzt könnt ihr das nochmal sehen hier. Technische Hilfswerk. Leuchtet einfach dieses Ding da aus, dass die da alle Leute rausziehen können und dann da anhalten können. Ne? So. Jetzt habe ich auch noch meine eigene Erfahrung machen dürfen mit den Kollegen da. Das war so klar, ne? Ey, das war so klar. Wir kamen ja gerade von der anderen Seite, haben uns lustig gemacht über die da links und schön weitergefahren. So, jetzt bin ich aber hier wieder, genau hier zurückgefahren. Und auf der anderen Straßenseite standen ja vorhin auch die Bullen und haben uns angehalten dann. Das war so geil, ne? Die Ampel, die war grün. Aber da war halt nur 50 und ich fahre halt auch eigentlich nie so wirklich viel schneller, ne? Kurz bevor ich an der Ampel bin, was passiert mit der Ampel? Genau, geht erstmal auf rot. Ist ja klar, ne? Wenn ich da komme, geht die Ampel auf rot. Ich stehe. Ja, sag mal, wenn ich. Ja, ich biege ja gleich ab, beruhig dich. Wenn die Ampel grün geblieben wäre, ne, dann wäre ich jetzt schon zu Hause. Sag ich mal so. Natürlich ging die Ampel auf rot und da hat die Polizistin sich gedacht, ach komm, ach, bisschen Bewegung tut nicht schlecht, ne? Laufe ich da mal hin. So, hat ja lange genug Zeit gehabt, ist ja eine Stunde rot immer in Deutschland. Da klopft die an der Scheibe. Ich weiß gar nicht, was die gesagt hat, keine Ahnung. Polizei so und so von so und so. Aber die war schon so richtig so, als würde sie sagen, so, ja komm, fahr mal da rein, dich nehmen wir jetzt mal hops, ne? So war die schon so drauf, ne? Aber ich habe ja nichts zu verbergen, zum Glück, ne? Und und ich denke mir nur so, nein, warum? Warum? Als ob das auf meiner Stirn steht, halt mich an oder so, ne? Ich habe das Glück immer. Es ist scheißegal, mit welchem Auto ich fahre. Ich werde immer angehalten, Digga. Es ist wirklich egal. Mit welchem Auto ist egal. Selbst mit dem Fiat 500, 60 Power PS, wurde ich auch schon angehalten. Alkoholtest habe ich da sogar gemacht. Kam natürlich auch nichts bei raus. Egal. Dann durfte ich da reinfahren durch Glückstor 1. Und dahinter, Leute, ich konnte das jetzt leider nicht mehr filmen. Egal, auf jeden Fall, wenn du da reinfährst, dann öffnet sich erstmal eine ganz neue Welt. Da sind nämlich noch viel mehr Polizisten, als man von draußen sehen konnte. Und die waren aber nicht gerade nett, ne? Also die waren nett, aber jetzt nicht überhöflich, sage ich mal, ne? Also ich sag euch auch ganz ehrlich, das waren richtig ausgebildete Leute, ne? Also das war nicht irgend so irgendein Polizist, der da mal irgendwo auf der Straße rumfährt, ne? Und dann mal ab und zu so eine Polizeikontrolle macht. Das war richtig hier, wie man das von YouTube kennt, Soko, was weiß ich was, ne? So eine Spezialeinheit, die sich auskennt mit Tuning und so pipapo, ne? Das Gute ist, jetzt machen die hier 30, ja moin. Das Gute ist, ich habe ja nur 500 Kilometer gelaufen, bald 600. Ich habe nichts dran gemacht. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, wenn ich was machen würde, ich würde heutzutage nur noch alles 1.000.000% legal sein. Das muss doppelt safe sein mit TÜV und hast nicht gesehen, alles was geht, ne? Selbst wenn ein ECE-Kennzeichen auf irgendein Auspuffteil drauf ist, würde ich trotzdem nochmal zum TÜV damit laufen und fragen, ob das wirklich in Ordnung ist, ne? Also ich würde nur alles safe machen. Sag auch, die Leute, die kannten sich richtig aus, ne? Alter, der Junge, die fing ja an, Lenkrad einmal komplett links einschlagen, dann fingen da zwei Leute, also da waren vier Leute mit meinem Auto beschäftigt, zwei Leute waren dann vorne an den Felgen, Reifen, Fahrwerk am gucken, Bodenfreiheit gemessen, hast nicht gesehen, hinten waren auch zwei Leute, die haben dann da Auspuff geguckt, Reifen, Felgen, Fahrwerk hinten, dann fing der an, da habe ich auch kurz überlegt, ne, wegen dem Spoiler, weil der ist ja einstellbar. Und er wollte irgendwas wissen wegen dem Spoiler, weil die da hinten am Gucken waren. Ich sage, lass mich mal kurz aussteigen, weil von hier drin, ne, blöd, ne, erstmal ausgestiegen, erstmal geguckt, was der da überhaupt wollte. Dann hat er gefragt, wie man den Spoiler einstellt. Und ich sage, ja, wie du lustig bist, ne, ist ja egal, ne. Ich sage, der steht jetzt momentan auf 45 Grad, kannst du auf 0 machen, wenn du nur Autobahn fährst, bist du ein bisschen schneller. Kannst du auch auf 60 Grad machen, wenn du auf mehr Anpressdruck haben möchtest oder so, ne, für bessere Kurvenfahrt.
Ich habe den jetzt auf 45 stehen. Ist aber egal, wie du den einstellst. Ne? Tool habe ich dabei. Ich hätte den notfalls auch anders einstellen können. Wenn er der Meinung wäre, man müsste das auf 0 Grad stellen. Ist aber auch Quatsch, ne? Weil erstens mal, das ist ein Werksauto für die Straße zugelassen. Und der Spoiler war auch sogar schon so eingestellt. Der Spoiler, also das Auto war ja beim TÜV logischerweise. Neuwagen muss direkt zum TÜV. Und der Spoiler war mit dieser Einstellung auch beim TÜV. Und mit der Einstellung, wie der eingestellt ist, habe ich den Wagen abgeholt. Und ja, ist ganz normal, ne? Also, aber das können die natürlich nicht wissen, weil wie, also die halten natürlich extrem viele Fahrzeuge an. Aber wie viel davon haben einstellbaren Spoiler, ne? Genau, einer. Und das bin ich. Kurz vorm Herzinfarkt so, weil ich immer noch mit meinem Kopf so in meinem alten Auto bin von früher, wo er wirklich, der hätte mich da angehalten mit dem alten Auto, der ich direkt sagen kann, weißt du, hier hast du Schlüssel, Führerschein, ich laufe nach Hause, ne, tschüss. Da hätten wir gar nicht weiter reden müssen, ne? Ach du Scheiße. Deswegen bin ich auch so aufgeregt dann direkt, ne? Autobahnauffahrt gefällt mir immer am meisten, weil da gibt es am Anfang so einen Beschleunigungsstreifen und der Name ist Programm, ne? Haben wir ja in der Fahrschule gelernt. Beschleunigen. Machen wir jetzt mal. Komplett absolut dunkel, da steht irgendwo ein Auto rum oder so. Hä? Warum ist denn hier keiner, Digga? Alter, das verstehe ich ja wirklich nicht, ne? Also das verstehe ich nicht. Hier ist gar keiner. Film mal einmal nach rechts und guck mal, wie leer der Parkplatz ist, bitte. Da hinten stehen irgendwo ein, zwei Leute, die wahrscheinlich bei Burger King drin sind. Das war's auch. Und das sind auch irgendwelche Randoms. Nix. Hä? Ist heute nicht Karfreitag? Doch, ne? Heute ist Karfreitag. Hab ich was verpasst oder was? Früher wäre hier der Parkplatz bis zum Rand voll gewesen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gar keinen Parkplatz mehr gekriegt. Ich hätte wieder nach Hause fahren können. Und hätte irgendwo anders parken müssen. Aber wer da ist? Die Polente, die ist hier, Leute. 2000 Jahre später. Donner, was gefunden hier. Hier stehen so ein paar Leute, ne? Aber keiner draußen. Da hinten kommen schon wieder die Freunde. So, ich fühle mal kurz die Arme. Ja, einer meiner Lieblings-BMWs, Alter. M3 E92, sieht man direkt schon an der geilen Haube hier. Camaro SS. Ja, ist aber gar nicht viel. Also eigentlich ist das hier nix, ne? Aber da hinten steht ein cooles Auto, Leute. Das muss ich euch zeigen. Deswegen bin ich jetzt hier auch nochmal ausgestiegen wegen einem Auto. Ja, es hat auch so eine Zeche hier, aber hier war ich selber noch nicht, ne? Aber guck mal hier. Leute, hier ist schon was Schönes, ne? So, guck mal hier. Digga. Alter Falter. Das ist auf jeden Fall mal ein richtiger Spoiler, ne? Bruder. GT3. Einfach ein GT3. Und was steht daneben? Richtig, noch ein GT3. Ist ja auch nicht selten genug, dass einer da steht. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, was ich sogar noch cooler finde, naja, brauche ich glaube ich nicht zu sagen, aber was cool ist, guck mal, er hat sogar als Rechtslenker hier. Wenn man das überhaupt sehen kann in dem Licht, ne? Aber richtig schön, ne? Richtig geil. Kurz Kennzeichen. Wiesbeck. Aber es ist halt einfach, hier stehen 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, 5 coole Wagen, das ist dann was, also, ne? So, jetzt habe ich aber schon so einen geilen Geruch in der Nase hier. Ich weiß nicht, wie man das jetzt in der Kamera sehen kann. Aber da oben wurde gerade die ein oder andere Shisha verteilt. Übelst geil. Guck mal, hier links haben wir irgend so einen Burgerladen. Also Shisha, Burgerladen und geile Autos. Ich glaube, hier komme ich jetzt jedes Wochenende hin. Guck noch mal ein bisschen rum, aber hier sind viele Leute. Ich habe jetzt wirklich Bock, da irgendjemand die Kamera ins Maul zu halten. Also werde ich mal ein bisschen so hier rumlatschen. So, schöne kostenlose Pfeife zu Hause. Schmeckt natürlich immer am besten, wenn es nichts kostet. Und schmeckt sowieso am besten, weil es war schon immer so, 90% der Shisha-Bar schmeckt das sowieso nicht. Ne? Egal, auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall heute ein Kacktag. Ne? Wir haben ja gesehen, ist nichts passiert. Das Einzige, oder den Einzigen, den wir getroffen haben, sind die Bullen, das war's. Ja, okay, wir haben GTR gesehen, 32er. Ja, gut, das ist schon mal nice. Aber normalerweise sieht man davon 20 Stück. Und noch ein paar andere coole Sachen. Aber was ich euch noch nie gesehen habe, sind, glaube ich, zwei Porsche GT3 nebeneinander stehen. Das ist schon geil. Aber
Das war's dann mal wieder, ne? Das nächste Coole, was da stand, war mein Auto. Also keine Ahnung, vielleicht war ich einfach die ganze Zeit zur falschen Zeit am falschen Ort. War schon früher so, man wandert immer so von hier nach da mit der ganzen Gruppe. Ja, wenn ihr Bock habt oder wenn ihr was gemacht habt, könnt ihr mal reinschreiben, was habt ihr an eurem Karfreitag gemacht? Ganz normal mit der Familie, ein bisschen Fisch futtern oder was habt ihr da gemacht? Oder wart ihr auch ein bisschen unterwegs auf der Suche nach ein paar Leuten? Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde nochmal schön meine Pfeife anrauchen jetzt hier.